Willkommen zu meinem Geschwätzblitz. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt nach der Halbfinale von Magnus Carlsen gegen Maxim Vachier-Lagrave. War super spannend. Und aber jetzt kommen wir auch zu unseren Partien. Die werden bestimmt auch einiges an Aufregung bieten. Das ist aber ein großes Brett, ja. Kann man das Brett irgendwie kleiner machen? Brettgröße. Warte mal, wo ist das verschwunden? Brettgröße. Kann ich Einstellungen machen oder Brettgröße? Warte. Das kriege ich gleich hin. Brettgröße passt da gar nichts. Eine, doch. Ja, super, danke. Ist alles gut. Danke, Jan. Danke, werden wir haben. Also, mein Gegner spielt sehr stark und sehr schnell. Also ich muss hier wirklich Gas geben mit meinen 2 Minuten. Also, Twitch. Hallo, Rustam. Hallo, The Rage Panda. Schöner Name übrigens, The Rage Panda. Also ich hoffe, ihr wart die ganze Zeit dabei bei dem Match von Magnus gegen Maxim. Da gab es schon einiges zu sehen. Ja, super aufregend. Ich bin sogar als Kommentator, ja, müsste ich einigermaßen entspannt bleiben, aber trotzdem, ja, ist so viel zu sehen, so viel Schach. So viele Fälle, so viele großartige Züge, da gab es einfach alles. Warum nehme ich mit diesem Baum, ja? Also besonders toll stehe ich hier nicht. Ich kann das gar nicht gewinnen, oder? Morgen geht die Finale los. Magnus spielt gegen Wesley. Scheint auch langsam sein Spiel gefunden zu haben. Er weiß nicht, ob ich mein Spiel heute finden werde, aber Läufe, das musste auch nicht sein. Ja. Mein Gegner konnte Dame H5 Schach spielen, hat es aber wahrscheinlich nicht gesehen. Er ist sehr stark, ja, für die erste Partie. Ich habe lange kein Schach mehr gespielt. Das kann man bestimmt sehen. Bin ein bisschen rusty. Habe ich einen aktiven Läufer? Vielleicht hilft mir das. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, warum H5.
Ja, bei mir im Gesprächsblitz gibt es Tage und Tage, ja. Manchmal spiele ich ohne große Probleme und manchmal fühlt sich jede Partie wie ein Kampf an. Wohin geht mein König, ist nicht klar. Erste Partie, immer was Besonderes. Müsste vielleicht ein bisschen rechnen, aber vielleicht hilft das. Das müsste doch irgendwie klappen. Oh mein Gott, war das aufregend. Aber ihr habt das bestimmt gesehen. Ja? Ich bin nicht schnell. Ja? Ich spiele auch nicht so häufig Schach. Das müssen wir deutlich öfter machen. Irgendwie habe ich einen Ragosin bekommen. Wie spielt man sowas? Bestimmt nicht so. Ja, ich werde gefragt, ob ich auf der Straße erkannt werde. Also nicht in Deutschland. Obwohl. Ja, in meine Gemeinde kennt jeden, aber sonst nicht. Ja. Aber in Usbekistan werde ich öfter erkannt. Wahrscheinlich immer noch, ja, obwohl da lange nicht mehr war. Schon fast 2 Jahre bald. Ja. Ich spiele Dame. Ich springe A4. Ich wollte Springer C5 spielen, aber jetzt geht das nicht. Jetzt vielleicht kann ich irgendeinen Angriff bekommen. Ich müsste deutlich öfter Schach spielen. Ein Schachspieler muss ab und zu Schach spielen, ja, das ist doch irgendwie selbstverständlich. Warte mal, Dame B4, kann ich irgendwie irgendwas machen so? Ich würde eigentlich den Turm fangen, aber das wird mir nicht gelingen. Das auf F3 zu nehmen ist ein bisschen schade, mein Springer ist dafür viel zu gut. Das müsste doch ein Fehler sein. Wie lange bin ich in Rupich Tirol? Schon sehr lange, seit 2006, glaube ich.
2006, ja, fast 15 Jahre bald, aber ein Jahr oder ein bisschen länger als ein Jahr war ich in Hamburg als Chess24 gegründet war und kurz vor dem Launch, ich habe kurz da gearbeitet, so ein Jahr ungefähr, und dann war ich wieder zurück. In Rüppichteroth habe ich, hab ich ein Zuhause. Eines Tages werden wir in Rüppichteroth auch schnelles Internet haben und dann wird das offiziell zum besten Ort der Welt. Okay, die Party, die ging besser als die erste. Dieringhausen sagt mir noch nichts. Also ich spiele heute nur Schwarz. Wie kam es eigentlich zu meinem WM-Titel? Wie habe ich das alles empfunden? Ja, war nicht so einfach. Ja, also ich habe im ersten Moment ja nicht viel verstanden. Da steht man unter einer Art von Schock. Aber so grundsätzlich ja, war ich natürlich sehr, sehr glücklich. Bin ich immer noch, sowas gemacht zu haben. Ja, eine Sache in meiner Schachkarriere, wo ich wirklich stolz drauf bin. Und das mir hoffentlich keiner wegnehmen kann. Die Stellung habe ich schon mal gesehen. Irgendeine alte Theorie, vielleicht. Beim Rechnen, ob ich auf Usbekisch denke, in welche Sprache ich denke. Eigentlich glaube ich, man denkt schachlich, ja, gar nicht in Wörtern. Also man rechnet Varianten in Zügen, ja, die man dann visuell sieht. Ich glaube nicht, dass ich da sitze und denke, ja, D4 springe auf 6 und ähnliches. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, was ist das? Also spielt Läufer D3, Läufer G2, Turm G1, Läufer F3. Kann ich mir das leisten oder ist es zu gefährlich? Ich sage mir zu gefährlich, weil ich faul bin, das zu rechnen. Also welche Eröffnung würde ich dem einem Anfänger empfehlen? Also als Anfänger kann man wirklich alles spielen, ja? Das Schach ist so reich, es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann eine Eröffnung finden, die einem Spaß macht, egal was das für eine Eröffnung ist, und spielen mit Freude. Ich glaube nicht, dass man da zu viele Gedanken machen soll. Ich werde hier angegriffen. So richtig angegriffen. Ja, stimmt, ja, ich spiele heute nur mit Schwarz und nur gegen D4. Hier bin ich wieder einigermaßen beruhigt. Ja. Müsste eigentlich mehr oder weniger mich verteidigt haben.
Also mein Gegner probiert alles. Ich müsste normalerweise nichts bringen. Ich habe auch mehr Zeit, ja, müsste funktionieren. Okay, die Party, die ging schon besser. Wie war das Prinzip bei der 2004 WM nochmal? Das war ein Knockout. Ja. Heutige WM sind Matches und damals hatten wir ein großes Knockout, 128 Spiele. Also ich musste, wie in einem Knockout, 7 Matches gewinnen, damit ich gewinnen kann. Also ein klassisches Knockout-Format. Erste Runde habe ich gegen Alejandro Ramirez gespielt. Der später zu einem guten Freund wurde. Die Finale gegen Michael Adams, der interessanterweise auch ein guter Freund ist. Diese WM hat mir viel Freundschaft gebracht. Ja, ich spiele hier ein bisschen faul, ja, ich hätte rechnen können, aber ich habe auch einen langen Tag hinter mir. Hattest du mal ein Bewerbsspiel gegen Jan? Nein. Ein Bewerbegespräch hatte ich mal mit Jan, aber kein Spiel. Jetzt müsste ich ganz vernünftig stehen. Sein Läufer auf A5 ist ein bisschen weit weg vom Geschehen. Ich hätte wahrscheinlich gegen die schnelle B5 angreifen sollen. Ja, wer denkst du, könnte nächster Weltmeister werden? Also, ich weiß nicht. Also, Magnus ist natürlich ein Favorit, aber ich habe ein komisches Gefühl für den nächsten Match. Ja, Magnus hat so viele Matches schon gewonnen und ein Match könnte für ihn schon schwierig werden. Ich hoffe natürlich, dass mein Schützling Fabiano noch ein Match bekommt, aber sicher ist das natürlich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel auch Nepomniachtchi, vielleicht auch Maxim, ja, gefährlich werden können für Magnus. Obwohl dafür natürlich die beiden müssen ja, einige Arbeit leisten. Ja. Okay, das wird in Ordnung sein. Ah, ob ich gegen Jan spiele? Ja, ich glaube, ja, Jan erwähnt das auch gerne. Ja. Ich habe einmal gegen Jan in einem Schnellschachturnier verloren und sonst, wir haben ein paar Remis, glaube ich. Also. Nichts Aufregendes, aber er hat einmal eine saubere Partie gegen mich gewonnen im Schnellschach. Ein starker Spieler. Großmeister Jan Gustafsson. Spiele gegen Upskiti aus Taiwan. Kenne nicht viele Leute aus Taiwan. Die Variante kenne ich auch nicht. Das ist ja dieser alte Fischer-Spassky, ne, Fischer. Fischer-Larsen-Variante, ja. Habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich glaube, Fischer spielte hier F. Ne, warte mal, ich könnte ja schlagen. Ne, nicht so, ja. Hätte zuerst auf B3 schlagen sollen.
Ja, hat eine interessante Partie werden können, ja. So wie spielt man mit einem Turm mehr? Ah, anscheinend habe ich schon mal gegen Upskite gespielt. Ja, jetzt führe ich 2-0. Da bin ich glücklich. Also lass mich. Jan war sogar dran an 2-7. Dran auf jeden Fall, wie nah er gekommen ist oder ob er schon. Ob er schon 2-7 hatte, das weiß ich nicht mehr. Aber ja, dran war er auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich gegen Dangerous Ride schon mal gespielt habe. In einer Geschwätz-Blitzpartie. Ich spiele das alles hier nicht besonders überzeugend, muss ich schon zugeben. Ja, ich komme nicht dazu, alles hier zu lesen. Es ist schwierig, alles zu lesen, auch die Partien noch einigermaßen zu spielen. Ich kann das gar nicht sehen. Wie viele Leute haben wir online? Kann das jemand sehen? Wie viele Leute sind auf Twitch? Das interessiert mich immer wieder, ja. Ob wir hier viele Zuschauer haben. Also hunderte Zuschauer, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich müsste wahrscheinlich auch die Stellung mal anschauen. Ja. Ich habe viele Züge relativ bedenklos gemacht und dann stehe ich auch nicht besonders gut. Twitch und YouTube. Alles ein bisschen neu für mich, diese ganze Welt. Ich mache mir Sorgen, dass eines Tages A5 kommt, ja, obwohl A5 selber spiele ich auch nicht gerne. Sehr gutes Spieler, der Dangerous Ride aus Deutschland. Sehr solide, gute Züge. Etienne Gade schaut auch zu, ja, hoffe ich doch. Ich habe ihn kurz gesehen vor ein paar Tagen, als wir diesen Show hatten mit Rocket Beans. Und er war kurz in der Kamera. War mir eine Freude. Selbst wenn er das zum Einschlafen macht, muss man.
Denn man muss schlafen, ja, egal wie. Ich weiß nicht, ob ich einen Plan habe, was ich mache. Ich will wieder ein bisschen Schach spielen. Ich habe heute mit meinem, Kapitän meiner französischen Mannschaft gesprochen. In Frankreich gibt es auch eine Schachliga, die heißt Top 12. Top 12 Mannschaften spielen die Liga und hoffentlich wird das Turnier stattfinden. So Ende Mai, Juni, hatte ich gesagt. Und ich habe wieder Lust, ein bisschen Schach zu spielen. Spring F7 will ich nicht ganz machen. Warum spiele ich G6? Was ist das? Taktik, boom, boom, boom. Funktioniert das? Das scheint noch das Einzige zu sein, was ich noch kann. Ja? So billige Taktik sehen. Das war nicht einfach. Dangerous Ride 4-0. Ich habe gegen ihn schon viermal gespielt. Boom, 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 boom. Kenne ich Harald Halilov? Nein. Den kenne ich nicht. Nicht klar, warum ich springe C3 spiele. Wahrscheinlich die schlimmste Weise, gegen diese Eröffnung zu spielen. Ne? Man hätte wirklich nicht viel schlimmer spielen können in der Eröffnung als das. Läufer F6, ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Feld ist für den Läufer. Aber okay, das sind Feinheiten, Kleinigkeiten. Bin ich wirklich unterwegs, um diesen Bauern zu nehmen, schämt man sich fast. Ja, erst mit Taktikaufgaben, ja, ich mag die auch. Ja. Das ist auch wichtig. Da entwickelt man sich. Man wird schärfer. Dame D6. Ich will irgendwie Läufer G4 spielen, aber das ist auch leicht gefährlich. Aber okay. Ich will das Feld für die Dame, ja. Ich will Dame D7 spielen können. Seriöse Gambits, es gibt ja einige an seriösen Gambit, so Marshall ist so ein, Gambit heißt nicht unbedingt eine schlechte Eröffnung, ja, überhaupt nicht, das ist einfach irgendwas mit einem Opfer. Es gibt einen Haufen von guten Gambits. Konstantin, ja, freut mich, ja, Konstantin ist sehr gut. Also ich verstehe nicht mal, wie man da zwei Meinungen haben kann. Konstantin ist ein Klassiker.
Ja, aber das sagt ja nur, um mich zu ärgern, ja, das mit Konstantin und meinem Geschmack. Ja. Und Vienna Gambit, was ist Vienna Gambit? Also Vienna Eröffnung ist F4 und dann Springer C3, F4. Was ist Vienna Gambit? Läufer H4, muss ich auf Läufer H4 irgendwie reagieren? All die Leute, die Konstantin gut finden, wir müssen dem Jan das alles erklären. Und er weigert einfach, das zu verstehen. Ich weiß ihm zu schätzen, wie freundlich diese Chat immer, freundlich diese Chat ist. Immer angenehm hier zu sein, hier zu spielen, zu kommentieren. Also alles, was wir machen, wird dadurch besser, dass wir die Zuschauer haben, die das eigentlich alles ermöglichen. Ja. Ohne Zuschauer gäbe es das Ganze nicht, gäbe es keine Kommentare, gäbe es auch wahrscheinlich keine Schachturniere. Er macht das eigentlich alles möglich. Und ihr dürft das nicht vergessen. Also Jan ist immer noch hier, ja? Mal drei. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Tandil aus Argentinien. Ist der online? Scheint nicht online zu sein. Wir warten noch ein paar Sekunden und dann kann ich eine andere Partie wählen. Tandil ist ein Waschmittel, das wusste ich nicht. Also anscheinend in Argentinien heißt es was anderes. Ich glaube nicht, dass jemand sich nach einem Waschmittel nennen würde. Auch eine Stadt, ja. Macht Sinn. Also mein Gegner ist super vorbereitet. Ich weiß eigentlich nicht, was Sonja zu tun hatte, dass sie nicht mehr da war.
Ich fand es auch sehr schön, mit dir zu kommentieren. Ich bin mir sicher, dass alle sie vermissen. Sehr viel Fortschritt habe ich in dieser Partie noch nicht gemacht. Dame B6, ja, davon hatte ich, ja, ich würde nicht sagen Angst, aber ja, einfach schlagen. Ich war ein bisschen besorgt, ja, jetzt kommt der Springer nach A5 und dann, wer weiß, ja, und dann A4, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will gar nicht aufpassen. Ich will einfach spielen. Hat mir das heute ein bisschen leid getan wegen Maxim. Ja, er kam so nah, hat auch so super gekämpft. Aber am Ende, ja, in der letzten Partie war Magnus einfach zu stark. Ja, es ist eine ungeheuer starke Armageddon-Partie. Kaum vorstellbar, dass einer so stark sein kann. Das ist super. Also wie ich schon sagte, ja, habe hier nicht viel gemacht in der Stellung. Habe ich das Gefühl, dass ich so langsam überspielt werde? Okay, ich hab mehr Zeit. Ja? Das ist das Einzige, was mich hier retten kann. Die Zeit. Dann tun wir es mal loswerden. Da kann nichts mehr schief gehen. Aber das habe ich immer gesagt, die Türme sind überwertet. Okay. Nein, in der Partie, ich hatte wahrscheinlich irgendwann mal keine gute Stellung mehr, aber mehr Zeit, ja, ist auch, glaube ich, ob Magnus, ja, ich glaube tatsächlich, dass Magnus die Finale gewinnen wird gegen Wesley oder er wäre wahrscheinlich auch gegen Rajabov Favorit, natürlich gegen jeden, aber gegen Wesley, ich habe das Gefühl, dass es alles gut funktioniert. Er wird seine Form gefunden haben. Manchmal helfen Fehler auch, die Form zu finden. Ja? Ein bisschen, man wird es los, ja, egal was einem da bei einem nicht funktioniert hat. Ja? Man wird das irgendwann mal los durch die Fehler. Ja? Aus irgendeinem Grund funktioniert das so. Also, ich weiß nicht mehr, wie die Variante hier geht. So glaube ich nicht, aber
Ah, oder ich setze das mit Spring E4, muss ich hier aufpassen. Boom, boom, boom. Also ich wollte nicht nach F3. Wollte gar nicht nach F3. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, ich habe keine gute Stellung hier. Ich habe gut Springer B5 überlegt, aber das ist Schach, ja? Muss ich aufpassen. Springer schlägt E4, ist eine Drohung. Meine Stellung ist Schrott. Ja, kann auch passieren, ja. König F8 ist, was König F8? Hoffentlich ein Mausflip. Aber auch Rochade war kein guter Zug, ja? Vielleicht will er einfach König F8 machen, um dann König G7 zu spielen. Ja, ich weiß nicht, ob sein Sieg großartig was an seine Form ändern wird, obwohl das ist immer nice, ja, weil irgendwas zu gewinnen. Ich verstehe nicht, was mein Gegner macht. Würfel D2 war nicht notwendig. Aber okay, jeder hat manchmal einen schlechten Tag. Die können eine schlechte Partie spielen. Der Van Kao und Grischuk, ja, die können durchaus noch die Kandidaten gewinnen. Die haben ja 50%, genau wie Fabiana. Und da, man gewinnt eine Partie und dann ist man schon wieder drinnen im Rennen. Und man gewinnt zwei Partien und man führt dann meistens. Also, ja, das ist durchaus noch möglich. Selbst die Leute, die minus zwei haben, ja, die haben noch eine Chance. Bei denen die Chance schon ein bisschen theoretischer, aber alle mit 50% können das bestimmt noch gewinnen. Ich wollte die Partie schon abbrechen, weil er nicht da war, aber da macht er einen Zug. Winning Technik aus Finnland. Gibt es. Ah, das ist nichts für mich. Ja. Also ich soll an Kaiser Söze erinnern. Na, hoffentlich nicht sehr. Ja. Aber ein super Film, ja. Einer von meinen Lieblingsfilmen. Auch ohne Zweifel einer von den besten Filmen der Geschichte. Genau wie Konstantin. Die Variante kenne ich nicht gut genug. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber ich habe trotzdem eine vernünftige Stellung bekommen, die aber wahrscheinlich nicht einfach ist zu spielen. Es kann auch sein, dass es keine vernünftige Stellung ist, die sieht nur so aus. Ja, bei Rocket Beans, das war super. Ja. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Also auch ein interessantes Konzept und
und viele engagierte Leute dabei. Das ist gut, ist gut. Hier muss ich was rechnen, ja? Sieht so aus, als ob ich was rechnen könnte. Boom, weg mit dem Turm. Ich wollte schon pre-moven, ja, aber hat ja hier die Wahl. Kann Verschiedenes machen. Na, Rocket Beans ist uns noch neu, ja. In meiner Familie ist das noch nicht rumgesprochen. Ich weiß auch noch nicht ganz, was Rocket Beans so macht. Ein Konzept dahinter. Also das mit Schach, das war wunderbar, aber was seine Hauptbeschäftigung ist, das weiß ich noch nicht. Ah, es müsste matt sein, ja? Oder nicht so einfach. Also erstmal den Turm aktivieren, den Läufer aktivieren, alles nach vorne. Und müsste reichen, ja? Oh wow. Nein, da gibt es nichts zu machen, aber er schlägt D5 ist ein bisschen zu chillig. Meine Freunde, 76 Freunde. D4 ist ein bisschen mauslieb. Ich wollte eigentlich E4 spielen, aber irgendwie hatte ich den falschen Bauern in der Hand sozusagen. Ich kenne nicht die Variante. Ich weiß nicht, ob man sie kennen soll. H5 will mich da ärgern. Kommen die Rocket mit Video Games Journalismus. Mittlerweile machen sie auch Sendungen zu allem. Ja, so ein Gefühl hatte ich, ja. So Menschen von Kultur sozusagen, ja, von Musik und von Filmen. Und da gab es ja auch Verbindungen zu so TV-Serien und Shows und Filmen und scheint auch dahinter viel Arbeit zu stecken. Was natürlich gut ist, ja. Also ich glaube, egal mit meines Gegners hat sich noch nicht offensichtlich gelohnt. Rocket Beans haben eben viele Formate, wo über Themen geredet wird. Ja, das ist schön. Ich würde auch gerne über viele Sachen reden. Das fehlt natürlich auch inzwischen in der Pandemiezeit. Ja. Es ist viel zu selten, dass Freunde zusammenkommen und dann über Sachen reden. Ja, und dann Themen besprechen, Musik, Literatur, was auch immer. Nur ich und Jan, ja, wir kommen zu vernünftigen Diskussionen über Filmgeschichte und Ähnliches, aber sonst nicht viel.
Habe ich bei Fabian auch Essen, Sport und Schlaf im Auge? Also eine gute Frage. Ich muss natürlich einiges machen, auch in der Hinsicht beim Essen. Ich habe es viel versucht, sie gesunde essen zu lassen, aber das ist schwierig. Ja? Das ist wie, mach mal wie mit einem kleinen Kind. Ja? Es gibt Sachen, die er isst und Sachen, die er nicht isst. Und wenn er sie nicht isst, dann wird er sich nicht essen. Ja? Also schon richtig schwierig. Und irgendwann mal habe ich da ein bisschen Geduld verloren. Und heutzutage, da sage ich nicht mehr viel. Also er isst, was er isst. Und das ist nicht immer, leider nicht immer gut so. Also Jan macht wahrscheinlich macht Schluss für heute, weil Konstantin so populär ist. Ich glaube, hat es auch verdient. Die Wahrheit setzt sich durch. Ja, ja man kann die Wahrheit nicht aufhalten. Das ist die Sache mit der Wahrheit. Die kann man nicht aufhalten. Ich finde, dass das ein bedeutender Moment ist, sozusagen ein Sieg für die Demokratie. Ja, meine Empfehlung für ausgewogene Ernährung. Ich wollte einfach, dass er irgendwas isst, was gesund ist. Und was Energie bringt und nicht zu viel Zucker hat, so ein normales Quatsch. Ja, also ich bin ja auch kein Ernährungsexperte, aber ich dachte, es gibt halt Sachen, die selbstverständlich sind. Ja? Und aber okay. Das Essen ist auch so eine persönliche Sache. Ja? Viele Leute sind genervt, wenn sie Empfehlungen zum Thema Essen hören. Und ich glaube, Fabian ist einer von den Menschen. Die Party wurde am Ende schwieriger als als ich sie erwartet hatte. Sharky Horse. Charlie Horse scheint nicht da zu sein. Pablo aus Spanien. Pablo, Senior Pablo. Lass uns spielen. Ah, der ist da. Meine Lieblingseröffnung. Also Spanisch, ich liebe Spanisch mit Weiß, da wir schon Spanisch haben, Sizilianisch, Königsindisch mit Schwarz auch. Also wenn man Schach gerne spielt, dann sollte man auch viele Eröffnungen gerne spielen. Versuchen wir mit der Fesselung.
Caro-Kann und Grünfeld, das sind auch gute Eröffnungen. Kann ich nur empfehlen, ich habe die beiden Eröffnungen sehr gerne, sehr oft gespielt. Ja, der Löwe G5 war wahrscheinlich nicht klug, überhaupt nicht klug. Ja, die Stellung, die sicher und die sich von alleine, die sicher war und die sich von alleine spielte. Und jetzt habe ich die Stellung, wo überhaupt nicht klar ist, ob ich besser stehe. Ja. Ja, es hätte zuerst Löwe F3 spielen sollen, ja. Ne? So wird das nicht gehen. Meine Meinung zu E4, C5, Springer 3, das habe ich lange nicht mehr gesehen und nicht mehr analysiert. Aber wenn man das vernünftig analysiert, dann wird das fast mit Sicherheit in Ordnung sein. Also zum Lernen, zum Schachlernen, ich finde immer, ja, man kann heutzutage ja alles machen. Ja, Videoserien sind natürlich nutzvoll für Eröffnungen. Aber so grundsätzlich, wenn man zu Hause ein gutes Buch hat und damit arbeitet, dann ist das ja auch eine alte Schule. Ja? Und ich bin halt alt. Und sowas finde ich gut. Ich weiß nicht, ob das nur die Nostalgie, die in mir spricht, aber ich finde das trotzdem gut, einfach mit einem Schachbuch zu sitzen und da zu blättern, die Partien anzuschauen, versuchen zu verstehen, was da los ist. Eine gute Sache. Also die Finale ist Wesley So gegen Magnus. Anscheinend nicht alle konnten die Halbfinale live verfolgen. War ein da wunderbar gekämpft. Ja. Wesley gegen Radjabov, da war nicht viel los. Und da war Wesley einfach zu stark. Aber ja, die Halbfinale zwischen Magnus und Maxim, das war ein Nervenkitzel. Ja, das war wirklich ein Abenteuer. Ja, war super knapp. Und ja, wie ich schon sagte, ja, ich gehe stark davon aus, dass Magnus in der Finale Favorit ist. Aber mal sehen, ja, wir werden ja dabei sein, hoffentlich wir alle. Ich werde weiterhin mit Jan die Sache kommentieren. Monty 24. Nein, es ist nicht Monty, das ist Monty. Aus Singapur. Die Stellung hatte ich heute schon. Aber die Stelle habe ich einmal mit Schwarz gespielt, vor langer, langer, langer Zeit in einer Turnierpartie. Der Schwarz hatte sich wirklich ein bisschen entwickeln müssen, ja, so wird das normalerweise nicht funktionieren. Ah, vielleicht habe ich das unterschätzt, ja. Also jetzt kommt er einigermaßen seine Schwächen zu decken. Ja, der sieht eigentlich gar nicht klar aus.
Löffel G5, ich weiß nicht warum, einfach den Löffel zu behalten. Also Chat, was ist bei euch los? Seid ihr mit dem Turnier soweit zufrieden? Es gab, ich dachte, viele aufregende Partien, aber inzwischen sind es so viele, dass ich fast schon den Überblick verloren hatte, wer gegen wen gespielt hat. Viel los, aber macht Spaß zuzusehen, ja, so viele gute Partien. Im Chat ist anscheinend nichts los. Komisches Turnier. Warum komisches Turnier? Ah, deutlich spannender. Ah, es ist immer spannender als gedacht. Wir gehen immer davon aus, dass Magnus alles gewinnt. Die Realität ist aber anders. Ja? Magnus hat immer wieder Schwierigkeiten. Er hat schon längere Zeit kein Turnier mehr gewonnen in dem Format. Und auch seine Leistung in Weikernsee war für seine Verhältnisse nichts Besonderes. Springer E5, ja, meine Güte, mein Monty 24 aus Singapur kämpft wie ein Löwe. Ja, ich bin müde, ich will nicht rechnen, ich will einfach irgendwas spielen. Werde mir die Wortspiele manchmal zu viel? Nein. Nein. Hauptsache, die Leute sind gut gelaunt und alle haben Spaß. Wortspiele oder andere Spiele. Ist alles gut. Beste Freitagabendunterhaltung. Klingt gut, danke. Klingt fast unrealistisch, muss man schon sagen. Ja. Aber das Gute ist, dann werde ich mich nicht beschweren. Also, Mr. Monty, ich habe einen Turm mehr und ich weiß, wie man den Turm benutzt. Ich werde alle Bauern wegnehmen und dann den Turm benutzen, um diesen Bauern aufzuhalten. Schach von Richard Rapport. Ich bin ein großer Fan von Richard Rapport, ein guter Freund von mir. Wir haben einmal sogar gut zusammengearbeitet für Fabi. Ja, ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, gut zusammen, Ricci und Fabiano Caruana im Vorort von Madrid. Achten so ein kurzes Training, so 4, 5 Tage, nicht viel. Aber ich habe die besten Erinnerungen. Warum mache ich das? Ich habe damals H5 übersehen, aber vielleicht ist es halb so schlimm. Nein, das mit rechtzeitig nicht aufgeben ist überhaupt kein Problem. Also Schach hat gewisse Regeln und alle wichtigste Regel sagt, dass das Ziel der Partie Matt setzen ist und dass die Partie mit dem Satz Matt setzen zu Ende ist. Also in dem Sinne, bis zum Matt zu spielen, ist
auch dem Großmeisterniveau ungewöhnlich, aber trotzdem überhaupt nicht falsch. Also man darf sich das auch nicht einreden, ja, also bis die Partie vorbei ist, man darf sie spielen, egal gegen wen, egal unter welchen Umständen. Es ist überhaupt nichts Gravierendes. Also macht euch da keine Gedanken. Wieso sieht man meinen Cursor nicht? Ich weiß nicht. Ich bin technisch nicht sehr versiert und ich kenne auch die Seite nicht gut genug. Ich spiele einfach nicht ohne meinen Blitz, nur halt im Geschwätzblitz. Gibt es einen Score, wie gut oder schlecht man gegen einen Engine? Na, das verstehe ich nicht, die ganze Frage. Ein Score, also im Vergleich zu den besten Möglichkeiten, na, sowas, ich glaube, sowas haben wir nicht, nein. Also inzwischen gehen wir davon aus, dass im Vergleich zu Maschinen spielen wir schlecht. Und dann man hat nach der Partie meistens das Gefühl, wie schlecht, ja. Also wenn das annähernd so gut wie die Maschine war, dann ist es schon gut, ja. Ich stehe nicht gut. Ich brauche mehr Raum, ich brauche Gegenspiel. Dame F4. Also wie gesagt, ich will nicht rechnen. Ich will einfach seinen Springer auf C3 blockieren und nicht rechnen müssen. Warum mache ich das mit mir? Ich hatte das Gefühl, dass H5 irgendwie nicht möglich ist. War leider sehr möglich. Und auch gespielt. Okay, wie ihr seht, ich mache auch einen Haufen Fälle, nicht nur Magnus. Schach müsste doch möglich sein, ja? Ich habe schon mit Nordeberg Abdusattarov gearbeitet, in der Tat. Aber nicht nur mit ihm alleine. Ja. Ich war ein paar Mal mit der usbekischen Mannschaft auch unterwegs und auch zusammen mit denen trainiert. Und ja, er ist wirklich was Besonderes, ein sehr begabter Junge. Nicht der einzige begabte junge Spieler in Usbekistan. Wir haben richtig viele. Es ist mir immer eine Freude, mit in Usbekistan zu sein und da in den Jugend zu arbeiten. Aber wie gesagt, es ist schon 2 Jahre her oder fast 2 Jahre her, dass ich in Usbekistan war. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzhaft der Gedanke ist. Also das ist das Land, wo ich geboren bin und meine Heimat. Und da wohnt auch ja, meine Familie, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, meine auch ja, viele andere Mitglieder meiner Familie. Und ich müsste mal nach Usbekistan. Das ist jetzt zwar theoretisch möglich, aber fühlt sich noch nicht sicher an. Ich finde, dass die Engines auch was bringen. Also wir haben viel von den Engines gelernt. Sie machen Schach auch in dem Sinne, sie sind zugänglicher auch für die Zuschauer, die dann
ja doch viel leichter verstehen können, was da los war. Ja? Und nicht nur für die Zuschauer, auch für andere Spiele wird es leichter, warum spiele ich sowas, warum spiele ich Diffen? Wird es leichter zu verstehen, was da los war. Also Schach wird zugänglicher, die Arbeit an Schach wird leichter. Und anscheinend helfen Engines auch, uns stärker zu werden. Ich hoffe, ich übersehe keinen Mat oder so. Ja? Ich verstehe das nicht ganz. Das ist gefährlich für mich, die Stellung. Nicht nach Springer F6, ja. Ich dachte, er würde F4 spielen und nach F5. Ja. Ich spiele das ja am besten. Nicht so klar. Vielleicht kann ich Damen tauschen. Ne? Denke ich, ob das menschliche Potenzial im Schach erreicht wurde. Das haben wir schon immer gedacht, ja. Schon beim Capablanca dachte man, also das ist schon übermenschlich, besser kann man gar nicht spielen. Und dann plötzlich hat man verstanden, ja, es geht vielleicht noch besser, es gibt noch Besseres. Und dann bei den russischen Großmeistern in den 60er Jahren dachte man, vielleicht ist das das Maximum. Und dann kam Fischer und dann kam Karpov. Und dann kam Kasparov und dann kam Carlsen. Also die Menschen haben immer wieder die Fähigkeit, uns zu überraschen. Versuchen wir nochmal mit Tandil. Ich glaube, der war beim letzten Mal nicht online. Wer ist der jetzt online? Raimund Simon sagt, Ahoi Rustam, Ahoi. Ahoi ist ein wie heißt man, vergesse schon die Wörter, so eine nautistische Sache, ja. Seafaring, Seefahrende, ja? Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig sage. Ahoi. Kennen das auch Tom Waits Musik, ja, Ahoi, Ahoi. Bin ich der Einzige, der noch Tom Waits hört? Seemanns, genau, ja, Seemannssache, ja. Also, Chat, wie ist das mit Tom Waits? Kennt ihr Tom Waits? Mögt ihr Tom Waits? Das ist eine so, noch wichtigere Frage als mit Konstantin. Rain Dogs, genau, ja. Vendrick Lamar, das verstehe ich, ja. Das ist wunderbar, ja. Rain Dogs geht immer, ja. Ahoi ist auch, gab es auch in Rain Dogs. For I'm a rain dog too. Schön ist es, mit Menschen zu sprechen, die dieselbe Musik mögen. Das mit Tom Waits. Ich habe Tom Waits immer gespielt beim Training mit Vichy. Ja? Und irgendwann mal war er damit nicht mehr einverstanden.
Für mich war zur schwersten Stunde vom Witz ja immer eine gewisse Erleichterung, immer eine Freude. Kann ich nur empfehlen. Rain Dogs, ja, was für Musik, meine Damen und Herren. Wunderbare Sache. For I am a rain dog too. Downtown Train, Chocolate Jesus, es gibt so viel schöne Musik da. Auch unglaublich schöne Musik. Da ist es genau wie beim Konstantin. Ja. Ich treffe immer wieder Menschen, die Tom Waits nicht mögen. Und da frage ich mich, ja, wie ist das überhaupt möglich? H5 hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Bei einem Herrn Tandil aus Argentinien, man spürt, dass er ein erfahrener Spieler ist, macht wenig und nötige Fehler. Also, The Walking Dead kenne ich nicht. Also, ich weiß, dass es so eine Serie gibt, dass sie sehr populär ist. Aber ich kenne das, ich habe es nie gesehen. Alpha Zero besser als Dogfish. Alpha Zero ist so eine vorliebe Geschichte, ja. Also ich würde nicht sagen, besser kann man auch nicht direkt vergleichen, weil halt Hardware so viel anders ist. Also 1:1 kann man das nicht vergleichen. Irgendwas, was auf einem Google-Server lief und was auf einem normalen Computer läuft, kann man nicht miteinander direkt vergleichen, finde ich. Aber so vom Konzept ist Alpha Zero eigentlich lila, ja, oder was ähnliches. Und lila ist durchaus in der Lage, gegen Stockfish zu spielen. Die sind dann ungefähr gleich stark, würde ich sagen. Irgendwie will ich meine Dame zurückhaben im Spiel. Vielleicht ein Spiel. Dann können wir die Partie länger spielen, ein bisschen mit euch plaudern über Musik und ähnliches. Meine Lieblingsserie, ja. Jetzt gucke ich Crown, The Crown. Finde ich super. Vor Staffel 8 war ich auch sehr von Game of Thrones überzeugt. Und dann natürlich die letzte Staffel, auch vor allem die letzte Folge tut mir immer noch weh. Und sonst natürlich alles Mögliche, ja. Was man nicht alles gesehen hat bei den Schachturnieren und Trainingslager, wo es einem abends bisschen langweilig wird. Oder sogar nicht langweilig, mir wird es eigentlich nie langweilig, wenn es einem, ich weiß nicht, mach mal macht Schach traurig. Ja? Und dann kann man getrost irgendwas gucken. Parasite habe ich gesehen, war sehr interessant. No Country for Old Men auch. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier zusammen überlegen, soll ich mit dem Bauern schlagen oder mit dem Springer? Wenn ich mit dem Bauern nehme, und dann komme ich nach D5, komme ich nach A4. Und dann wahrscheinlich nicht weiter mit dem Springer nehmen, komme ich nach D5, komme ich nach C5 und dann nach C4, vielleicht so ist es besser.
Ein bisschen Zugzwangsspiele hier. Also mein Gegner hat dafür ein Remis angeboten. Ich habe das nicht angenommen, nicht weil ich das nicht für vertretbar halte, ein Remis machen zu müssen, aber halt, ich dachte, die Stellung, die war noch einfach kein Remis. Ja? Die hatte noch einiges zu bieten. Er hätte C4 spielen sollen, ja. Sonst habe ich einfach zu viele weiße Felder. Kann ich das machen? Schach und rein. Schlägt, schlägt, König B3, König F3, König B4. Da muss ich eigentlich schneller sein. Ich bin schnell, aber nicht viel, ja? Also, doch, G2, was denke ich hier? Ja, ich war da leicht verwirrt. Tut mir leid. Wie sieht der Alltag als Schachtrainer von starken Spielern im Alltag aus? Also, darüber sprechen wir immer wieder. Mit dem Alltag. Also bei den Turnieren ist es meistens Vorbereitung und auch ja, alles Mögliche. Ja? Frühstück zusammen, Spaziergang zusammen, mach mal. Ja? Da sind die Spieler auch anderes. Also bei den WMs zum Beispiel, wo ich mit Vishy unterwegs war, Vishy Anand, der würde natürlich nie darauf bestehen, dass ich mit ihm spazieren gehe. Ja? Ich war nicht dafür da. Und halt mit Fabiano ist es offensichtlich anders. Mag hier nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die Gesellschaft. Beim Training davor, vor den Turnieren, da ist viel mehr Schach einfach, ja? Viel mehr Eröffnungsarbeit. Da arbeiten wir auch teilweise tief in die Nacht. Obwohl auch nicht mehr wie früher. Ja? Ich versuche das mit ungesunden Stunden jetzt zu vermeiden. Ich werde leider auch nicht jünger und ich spüre, dass die gesunde Arbeit des Schachsekundanten, dass die auch einem so auch körperlich schadet. Ja? Nicht sofort spürbar, aber trotzdem. Ja? Es ist nicht eine gesunde Arbeit, vor dem Computer zu sitzen und tausende Varianten zu prüfen. Ja, für Leute, die sehr, sehr spät dran sind und erst jetzt dazu gekommen sind, ja, wir haben leider nicht viel mehr Zeit übrig. Also bei den WMs oder bei Kandidaten auch, ist man manchmal zu zweit oder bei den WMs sogar mehr unterwegs. Also bei normalen Turnieren bin ich meistens alleine da. Auch bei den letzten Kandidaten, letzten Jahr, die ersten 7 Runden war ich alleine mit Fabiano. Bei der WM waren wir zu dritt und hatten noch Unterstützung von anderen, die dann von zu Hause arbeiteten. Aber grundsätzlich bin ich als Sekundant alleine da. Und ja, es ist nicht nur das Schachliche, das diese Arbeit schwierig macht, nicht nur die Varianten, die man vorbereitet. Es ist auch irgendwie psychisch und physisch eine enorme Belastung. Gibt es die Möglichkeit von mir ein Autogramm zu bekommen? Auf jeden Fall, ja. Also mein Autogramm ist wirklich keine Seltenheit.
haben schon viele, viele bekommen und ich wüsste nicht, warum das schwierig sein sollte. Also, was ich für Sportart empfehlen würde, weil alles ist möglich. Ich persönlich mache sehr viel Yoga oder versuche viel Yoga zu machen. Früher war ich viel laufen, bis ich eines Tages verletzt wurde, aber Laufen tat mir auch sehr gut. Und ich spiele äußerst gern Tennis, was ich auch sehr gut empfehlen kann. Viele gute Schachspieler spielen Tennis. Glaube nicht, dass es schlechte Sportarten gibt. Ja? Das Wichtigste ist, dass man Sport macht. Ja? Also, ja, unsere Zeit ist fast um. Ich spiele dann noch alle letzte Partie. Und ich glaube, damit sind wir auch durch. Ja? Spiele gegen Palas Arato aus Ungarn. Hoffentlich ist er online. Er hat keinen Bezug zu Fußball, leider nicht. Also scheint nicht online zu sein. Und ich scheine auch nichts mehr annehmen zu. Zuerst muss ich Abbruch machen, ja? Weil der nicht da ist. Ah, okay. Okay, dann allerletzte Partie. Alex Virgas aus Frankreich. Nein, ich glaube, Carsten wird die Finale schon gewinnen. Also, tschau, das ist unsere allerletzte Partie heute. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn es noch weiß nicht mehr, was ich da sage, wenn es noch Themen gibt, die ihr besprechen wollt, dann ist das die Möglichkeit. Warte mal, Jan und du, es ist auch schon früh, dass eine Partie verloren gewonnen ist, obwohl das noch ist ausgeglichen. Aber wenn die Engine das sagt, dass es ausgeglichen ist, dann liegen wir wahrscheinlich falsch. Aber manchmal ist diese Engine war ja, nicht funktionsfähig. Manchmal gibt es leider auch, dass die friert. Und dann sehen wir wahrscheinlich das besser, als eine kaputte Engine war. Aber grundsätzlich heutzutage kann kein Spieler, egal wie gut die Meinung von einem funktionierenden Computer zu betreffen, also das geht einfach nicht. Die Engines sind dafür zu stark. Manchmal können wir spüren, dass eine oder andere Stellung für die Menschen schwierig ist zu spielen. Das ist durchaus möglich und das ist natürlich das, was wir besser als die Computers verstehen können, weil sie können ja das gar nicht verstehen, ja, ob die Stellung für Menschen schwierig ist oder nicht. Ja? Wie können die Computers überhaupt in der Lage sein, das oder Ähnliches zu spüren? Ja, das ist eine bekannte Choose-Dame-Situation. Und damit ist wahrscheinlich die Partie und auch dieses Blitz zu Ende. Also ich versuche noch die Fragen zu beantworten. Wann geht es morgen los? Morgen geht es um 17 Uhr los.
habe ich Ex Machina gesehen. Also ein wunderbarer Film eigentlich, ja, habe ich gesehen. Das ist natürlich, ja, es gibt theoretisch Maschinen, die das verstehen können, aber ich weiß schon, wie ich meinte. Ja, Jan ist noch hier. Ah, das ist Jan, der das fragt mit Ex Machina. Ja, habe ich gesehen, ja. Habe ich gesehen. Ah, ist ein super Film. Ein super Film. Ja, die Maschine hat alles verstehen, aber so weit sind wir noch nicht. Welchen deutschen Spieler hältst du aktuell für den stärksten? Aktuell, es wird ja so wenig gespielt. Ja, ich glaube nicht, dass aktuell wir davon überhaupt reden können. Ja, wir wissen nicht, in welcher Verfassung ein oder andere Spieler ist. So schwer zu sagen. Ja, ich freue mich immer, das machen zu dürfen. Macht mir immer viel Spaß, mit euch hier zu plaudern, in aller Ruhe zu blitzen und zu reden, alles Mögliche besprechen. Vor allem hat mich gefreut, dass wir auch Fans von Tom Waits Musik gefunden haben, genauso wie die Fans von Konstantin. Es ist wahrlich ein glücklicher Tag für die Menschheit. Und das war dann die letzte Partie. Also ich bedanke mich in aller Form bei allen, die hier waren, die gegen mich gespielt haben, die im Chat waren. Es ist mir, wie gesagt, immer eine reine Freude und wir werden das wieder machen. Ich glaube, beim letzten Mal in einigen Tagen, am Montag, glaube ich, um 17 Uhr. Und da will ich euch auch unbedingt sehen und also dafür bleiben wir bis morgen hoffentlich, 17 Uhr. Da geht es mit der Finale los und ich und Jan werden bestimmt da sein und euch weiter unterhalten. Danke euch allen und tschüss und gute Nacht.